Und damit herzlich willkommen zum 100. Part von Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von das Land. Wir haben zwar in den letzten Parts weiterhin Rätsel bei Keats gelöst und das sollten wir eigentlich normalerweise auch noch weitermachen, aber heute ist schließlich Jubiläum, unser 100. Part, soweit ich das weiß. Ich hoffe, ich verzähle mich hier nicht. Zu diesem Zweck machen wir etwas anderes, statt Keats Rätsel zu lösen. Erstmal unseren Bildschirm anspucken, das habe ich wieder grandios gemacht. Ich dachte mir, bevor wir mit Keats Rätsel weitermachen, schauen wir uns doch heute, das war eigentlich nämlich anders geplant, schauen wir uns heute mal die drei Minispiele an. Ja, das heißt, wir machen heute, ich hoffe, ich schaffe das heute auch, von jedem der drei Minispiele jeweils das erste kleine Rätsel. Wir schauen uns das genau an und dann gucken wir mal, was da so ist. Es war nicht geplant, dass ich das mache, sobald ich alle 150 Rätsel gelöst habe, aber ich meine, das allererste Rätsel von jedem kann ich ja eigentlich auch jetzt machen. So, Prêt-à-porter, unser Kleidungsspiel. In diesem Minispiel musst du deinen Klientinnen ein Outfit auf den Leib schneidern, das ganz ihren Wünschen entspricht. Wähle zuerst eine Kundin aus und berühre los, um ein Outfit zu kreieren. Lege ein Kleidungsstück in eines der Kategoriekästchen am oberen Bildschirmrand, um es zu einem Outfit hinzuzufügen. Jedes Stück hat bestimmte Werte, die in Sternen gemessen werden. Diese Sterne sind die Grundlage für ein erfolgreiches Outfit. Okay. Berühre ein Kategoriekästchen, um ein Kleidungsstück für die entsprechende Kategorie auszuwählen. Sobald die Garderobe komplett ist, berühre fertig, um zu hören, was die Kundin sagt. Da bin ich gespannt. Ein Auftrag gilt als gelöst, sobald du der Kundin ein Outfit zusammengestellt hast, mit dem sie rundum zufrieden ist. Und wer weiß, wenn dir der neue Look besonders zusagt, führt sie ihn dir vielleicht sogar vor. Wir werden sehen. Um dir die Wünsche der Kundin nochmal anzuhören, berühre das Sprechblasensymbol, dann wird das Gespräch mit ihr wiederholt. Es sind übrigens alles nur Frauen mit diesem Spiel hier, ne? Berühre den Katalog, um dir alle erhaltenen Kleidungsstücke anzuschauen, samt Farben, Sternewerten und Beschreibungen. Dann mal los, die Welt der Haute Couture, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wartet schon auf dich. Okay, Prêt-à-porter. Wähle eine Kundin und erfülle ihre Wünsche auf den Stern genau. Hier haben wir 8 Frauen aus allen möglichen Ländern dieser Welt. Fangen wir doch mit der ersten an, nämlich Mona. Mona meint Spaß, 4 Stern oder mehr. Okay, Spaß, Freizeit, Gala, Sport, Laufsteg. Aber sie setzt sehr stark auf Spaß. Ich guck mal bei den anderen vorbei. Okay, Gwen sitzt auf 4 Sterne Freiheit. Brenda, 3 Sterne Gala und Laufsteg. Dann geht es hier so weiter. Marcella, 4 Sterne Spaß, 3 Sterne Sport. Miranda, 5 Sterne Laufsteg. Ellie, 4 Sterne Gala, 2 auf Laufsteg. Beatrix, 2 Freizeit und Gala und 4 auf Sport. Und Mary, 3 Sterne auf allen. Okay, interessant. Machen wir erstmal was bei Mona. Los geht's. Okay. So, dann lege ich mal los. Ich hätte gerne eine Garderobe, die richtig Spaß macht. Nichts anderes. Du weißt ganz genau, was du willst. Wie? Welche Farben trägst du denn gerne? Übrigens fällt mir gerade auf, dass hier diese Anzeigen für die Namen plötzlich ganz anders sind, ne? Ich hätte gerne irgendwas, das sich von dem weißen Schnee abhebt. Also alles in warmen Farben, bitte. Warme Farben. Okay. Etwas Spaßiges also, ohne irgendwelche eigenen anderen Eigenschaften, das Ganze in warmen Farben gehalten ist? Gut verstanden. Wenn du irgendwelche anderen Wünsche hast, wir sind ganz Ohr. Schließlich sollst du ja ganz zufrieden sein, Mona. Okay. Sonderwünsche meinen Sie? Nein, eigentlich keine. Fangen wir doch einfach einmal an und schauen dann weiter. Ist gebongt. Wir stellen dir etwas zusammen und sagen dir dann sofort Bescheid. Ich freue mich schon darauf. Und ich bin schon richtig gespannt, was ihr für mich habt. Okay, ich bin auch gespannt. Also, Spaß, 4 Sterne oder mehr, und zwar in warmen Farben. Wir werden übrigens, egal wie lang der Part jetzt wird, ihr wisst es ja schon, wie gesagt, ein Rätsel, also ich nenne es mal jetzt ein Rätsel, was wir machen müssen, oder eine Aufgabe, besser gesagt. Jeweils die erste Aufgabe von jedem der Minispiele. Das werden wir machen, so Kappe, Schoolboy, Apparater, Kopfschutz, selbst bei wildesten Freizeitkappaden. Nee, auf jeden Fall steht dann immer, ich habe hier unten die Kleidungsstücke, und zwar einmal zur Kopfbedeckung, dann zum Oberteil, zum Unterteil, Schuhe und Accessoires habe ich hier. Und zusammen müssen die 4 Sterne bei Spaß ergeben. Okay, ich guck mal, Garza, nee, das auch nicht, das nicht, das nicht. Doch, Kopfbedeckung, Ralf Minou, verspielter als ein ganzes Körbchen voller Kätzchen. Gut, ist schon mal der halbe Stern. Das nicht, das nicht, das nicht. Okay, das mal, Jackett Sonnenblume. Öl schon mal mit einem weiteren Stern auf 1,5. Okay, Hemd-Querstreifen ist nicht so viel. Aber ich merke mir trotzdem,
Weil eventuell brauche ich einen halben Stern weniger. Das könnte dann gebraucht werden. So. Ah, Rockschmetterling. Gut, erhöht ein bisschen mehr. So, okay. Gehen wir mal weiter. Oh, das ist schon mal zu viel. Hat auf den Felix von den Designern nach ihren eigenen Wünschen. Na, ich guck mal, ob es noch andere gibt. Okay, dann nehme ich die mal. Das ist aber ein halber zu viel. Das heißt, ich nehme hier ein anderes Oberteil, was besser wäre. Okay. Simple Quersteif nehme ich. Dann haben wir alle vier. Das heißt, ich kann aber kein Accessoire nehmen. Ich glaube, ich muss von allem etwas nehmen, ne? Kann das sein? Okay, das sind dann 5. Ich gucke nochmal. Von wegen dieser Winterstimmung. Warme Farben und spaßige Outfits brechen jedes Eis garantiert. Ich will ein Outfit, das Spaß macht und in vielen warmen Farben gehalten ist. Das ist aber keine warme Farbe hier, oder? Der Rockschmetterling. Die Puschen gehen schon hier, also die Pantoffeln. Ah, kann ich noch irgendwas Besseres nehmen? Ich guck gerade mal, ob wir was Besseres finden können. Aber ich darf wahrscheinlich gar nichts anderes haben. Ah, das passt alles noch nicht ganz. Nee, das so oder so nicht. Ah, ich gucke mal, ob ich noch was anderes finde, ob ich noch was übersehen habe. Sieht aber nicht so aus. Das sind gleich 2 Sterne hier, die das bringt. Kann ich das auch ohne Accessoires machen? Weil hier haben wir das ganze Jahr. Ach so, 4 Sterne oder mehr. Ach, das fällt mir jetzt auf. Okay. Gut. Dann kann ich auf 5 Sterne erhöhen. Gut. Alles klar, dann machen wir es so. Dann haben wir 5 Sterne. 4 Sterne oder mehr. Bleiben wir bei 5 Sternen. Fertig. Seid ihr fertig? Darf ich sehen? Ich freue mich schon. Natürlich, Mona. Hier. Ach, sehr schön gemacht übrigens. Oh, ja, also so spaßig ist es schon. Du siehst allerdings nicht begeistert aus, Mona. Vielleicht ein gemustertes Jackett, gelb wie die Sonne. Gut, wir werden deinen Wunsch beherzigen. Dieses kleine Detail würde das Ganze viel, viel lustiger machen. Es gefällt mir aber schon richtig gut. Also, naja, gilt das jetzt gelöst? Nee, oder? Doch, tatsächlich, das gilt als gelöst. Oder? Ja, tatsächlich. Ja. Das war's. Das reicht schon fürs. Ich dachte, wir müssen noch ein bisschen was mehr machen. Aber es reicht anscheinend schon. Gut, ich kann es nämlich nicht normal machen anscheinend. Gut, kümmern wir uns also um das nächste Minispiel. So, und zwar um die Walnussbahn. Auf der Walnussbahn ist es deine Aufgabe, die goldbraune Riesenwalnuss so zu rollen, dass sie genau im Zielzelt zum Stehen kommt. Ein jeder Parcours enthält allerlei Dinge, die clever kombiniert werden wollen, um den Weg zum Zelt zu ermöglichen. So, tritt mit dem Eichhörnchen vor die Nuss und berühre nehmen, um sie mit dir herumzutragen. Du kannst die Nuss vom Rand der Plattform rollen lassen, wenn kein Zaun im Weg ist. Auch die dunkelbraunen Eicheln und die runden Felsen können aufgehoben und umhergerollt werden. Setze sie ein, um den Weg zum Zielzelt freizuräumen. Schau dir den Parcours genau an, ehe du die Sache ins Rollen bringst. Es gibt viele Löcher und Hindernisse, die bedacht werden wollen. Mit Felsen kannst du Löcher auffüllen oder sogar behelfsmäßige Brücken zwischen 2 Vorsprüngen bauen. Wenn eine Eiche in ein Loch purzelt, sprießt hingegen ein großer, kräftiger Baum heraus. Ja. Bäume fungieren wie Mauern und halten also alles auf, was rollt. Ansonsten findest du auch Kurven auf dem Parcours, die deine Walnuss umlenken. Und Holzbrücken, die sich nach der ersten Verwendung in Wohlgefallen auflösen. Wäre sonst auch zu einfach, oder? Wenn du mal den Überblick verloren hast, kannst du durch Berühren des Eichhörnchensymbols in die Draufsicht schalten. Und das war's auch schon. Dann lass mal rollen. Na, ich bin schon sehr gespannt. Gut, hier haben wir wiederum 10 Parcourswahlen. Okay, dann nehmen wir natürlich wieder das erste. Plätscherinsel. Ein einfacher Parcours für Anfänger. Du hast die Regeln gelesen, oder? Natürlich, habe ich das gerade gemacht. Los geht's. Wir werden wohl heute nicht mehr zu Kiezrätseln kommen. Okay, wir sind jetzt hier oben. Ich habe hier unten jetzt die Schaltfläche, wo ich lang gehen soll. So zum Beispiel. Okay. Und unten sitzt das Ziel. Da muss ich jetzt genau aufpassen, wie ich da rankomme. So. Walnuss. So, wenn ich jetzt nach unten gucke. Ich muss mal gucken. Oder ich muss erstmal Steine nehmen wahrscheinlich. Okay, ich nehme erstmal wahrscheinlich Steine, sonst komme ich da nicht ran. Ich muss, glaube ich. Muss ich von unten rankommen? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich lasse ihn mal nach unten fallen.
So, da habe ich das schon mal aufgefüllt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Das könnte interessant werden. Die erste Brücke ist ja schon zerstört. So, wo kann ich das denn jetzt aufbauen? Ich brauche wahrscheinlich auch den anderen Stein, den ich jetzt benutzen muss. Okay. Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist natürlich jetzt interessant. Ich muss mal kurz das ausprobieren. Ach, da fällt er auch ins Wasser. Okay, ich habe nicht gewusst, dass da unten auch Wasser ist. Ich probiere es jetzt mal aus. Aber ich glaube, ich komme da nicht ran, ne? Ach so, ich weiß... Ah, okay. Zurück. Okay, ich weiß, was ich hätte machen müssen. Das Blöde ist, ich kriege den Stein da nicht mehr hin. So, dass... Also, ich wollte den so haben, dass er hier gegenknallt, damit ich da Platz habe, um die Walnuss so dahin zu kriegen. Das funktioniert aber nicht. Das muss jetzt anders gehen. Wie mache ich das denn? Ich muss nochmal komplett zurück machen, ne? Ja, es muss noch ganz anders gehen. Okay. Nehme ich den? Wo soll er denn hin jetzt? Das ist echt nicht einfach, Leute. Das Blöde ist, dass die Brücke sich in Wohlgefallen auflöst. Wäre das nicht der Fall, dann wäre es einfach. Ah, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich komme natürlich auch über diese Brücke dahin. Alles klar, jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. So kann ich das ja auch auffüllen. Okay. So muss ich das machen. Ich habe schon verstanden, Leute. Damit wäre das auch gelöst. Denn dann habe ich da genau die Mauer, die ich da haben möchte. Damit ich die Walnuss ins Ziel kriegen kann. Und zwar... Nee. So. Blub. Im Ziel. Geschafft. Glückwunsch. Plätscherinsel erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Damit wäre das auch geklärt. Gut. Damit hätten wir uns hier auch nochmal umgeguckt. Sehr schön. Kümmern wir uns um das dritte und letzte Minispiel. Blumengarten. Okay. Im Blumengarten-Minispiel geht es darum, verschiedene Blumen zu pflanzen, um Leben in einen vertrockneten Garten zu bringen. Pflanzen der Art Tulipa bombastica, bekannt als Knallblumen, senden beim Blühen eine Welle kräftig grüner Lebensenergie aus. Je nach Farbe der Blüte unterscheiden sich Stärke und Richtung der Welle. Am rechten Rand des Touchscreens siehst du, wie viele Blumen von welcher Farbe du noch pflanzen kannst. Wie viele Blumen jeder Sorte du zur Verfügung hast, hängt dabei von dem Garten ab, in dem du dich befindest. Die lila Blumen wirken vier Felder weit nach oben und nach unten. Die blauen Blumen tun dasselbe in waagerecht, die vier Felder nach rechts und links. Die gelben Blumen wirken kreuzförmig in vier Richtungen auf einmal, allerdings jeweils nur zwei Felder weit. Die rosa Blumen schließlich wirken je ein Feld weit in alle acht Richtungen, waagerecht, senkrecht und diagonal. Du wirst in den Gärten viele Zäune finden, durch einen Zaun kommt die Energiewelle der Blumen nicht durch. Allein die Energie der rosa Blume kommt von einer Zaunlücke aus bis hinter den Zaun. Achte auf die hellgrünen Felder oben. Treffen zwei Wellen aufeinander, während sie sich ausbreiten, dann blockieren sie sich gegenseitig. Als kleine Hilfe werden alle Wellen auf dem Touchscreen als Vorschau angezeigt, wie hier auf der Abbildung. Okay, alles klar. Die Lebenskraft der Blumen lässt das Gras sprießen und die Bäume erblühen. Allerdings... Wenn ein Giftpilz von der Energie getroffen wird, entlässt er eine Wolke Sporen. Diese Sporen wirken ein Feld weit in alle acht Richtungen und lassen alle Pflanzen verdorren, die auf jenen Feldern stehen. In jedem Garten gibt es ein rotes Startfeld. Die Blume, die darauf steht, erblüht und entlässt ihre Lebenskraft als erste. Deine Aufgabe ist es, mit dieser anfänglichen Energie eine Kettenreaktion zu starten, die den gesamten Garten ergrünen lässt. Okay. Bist du mit deiner Blumenformation zufrieden, dann berühre los, um die Kettenreaktion in Gang zu setzen. Wenn du schaffst, alle Bäume im Garten erblühen zu lassen, ist diese abgeschlossen. Gut gemacht. Für das perfekte Gartenparadies musst du allerdings jedes Feld ergrünen lassen, Pilze natürlich ausgenommen. Hast du genug grüne Daumen, um den perfekten Gärtner zu spielen? Stürz dich in die Schreberei und finde Herz heraus. Alles klar. Hier gibt es 10 Gärten zur Auswahl, allerdings haben wir bisher nur 9 freigeschaltet, wie ich unten sehen kann. Der letzte ist noch nicht freigeschaltet. Kümmern wir uns also um den allerersten. Sandsteinterrasse. Ein kleines, aber feines Gärtchen für Blumengarten-Einsteiger. Alles klar. So sieht es hier aus. Wir haben hier oben die Sicht von der Schräge oben. Unten habe ich die Sicht von oben quasi. Und jetzt muss ich einen kurz Cut machen, denn die Videodatei ist vorbei und dann sehen wir uns gleich beim Blumenverlegen. Bis gleich. Okay, Leute, dann kann es losgehen. Ich muss den Bildschirm kurz drehen. Ich muss gucken, was oben passiert, wenn ich unten was mache. Wir haben 3 gelbe, eine rote, eine blaue und 2 lilane Blumen. Jetzt muss ich gucken, wie man das am besten nutzt.
Okay, wir müssen jetzt alle Felder irgendwie hinkriegen. Wir haben hier drei Pilze und hier sind Baumstümpfe und da ist das rote Feld, wo auf jeden Fall was hin muss. Okay. Alles klar, hier wird mir sogar noch gut angezeigt, wo dann die blauen Dinger sind. Wisst ihr was? Ich werde einmal kurz den Bildschirm wechseln. Okay, ihr könnt oben nur sehen, wenn ich da eine rote Blume hinsetze. Ah, ihr könnt sogar eigentlich alles sehen, fast. Okay, wenn ich eine gelbe habe, dann sieht es so aus. Ich darf auf jeden Fall nicht. Na gut, ich gucke gerade mal. Der Zaun übrigens, den sieht man kaum. Der ist eigentlich eher eine Lücke und diesen Baumstämme. Da geht es noch durch anscheinend. Ja, aber ich darf auf jeden Fall nicht die Dinge irgendwie damit berühren. Okay, die Zäune sind weiß anscheinend hier zu sehen. Alles klar, jetzt kann ich das erst richtig sehen. Okay. Ich denke mal, es reicht, wenn ihr den oberen Bildschirm seht. An sich ist es genau das gleiche wie nur unten. Nur, dass ich hier die bessere Sicht habe eigentlich. Okay, eine gelbe setze ich dann hier. Und dann haben wir genau diese Felder, die ihr hier jetzt gerade seht. So. Ich glaube, dich setze ich dann hier hin. Also eine rote hier hin, wo ihr es gerade seht. Das passt auch ganz gut. Aber die überschneiden sich, ne? Das ist ja auch blöd. Ah. Muss ich das noch ganz anders machen, okay. Okay, da habe ich noch zwei lila Blumen. Die setze ich, glaube ich, an den Rand. Da passen die, glaube ich, am besten hin. Ja, werden sie auch. So, dann muss ich wahrscheinlich eine blaue hier hinsetzen. Ja, die passt da auch gut. Aber dann überschneiden die sich, ne? Die muss ich anders machen. Und da muss doch die rote hin. Da darf die gelbe an mich sein, oder? Doch, die muss hier sein. Oh, wie mache ich das denn nun? Wenn ich das so habe, dann geht das doch, oder? So muss das funktionieren. Ich habe eine blaue, eine rote, eine gelbe und zwei lilanen dabei. Obwohl ich jetzt noch zwei gelbe übrig hätte, theoretisch. Die blaue kümmert sich um die obere Reihe, die beiden lilanen um die beiden senkrechten hier außen, die gelbe um die Mitte, auch wenn sie die blaue und die lilanen mitkriegt und die lilanen um die hier. Das dürfte doch eigentlich reichen, aber ist es schlimm, wenn die sich überdecken? Habe ich jetzt gar nicht mehr aufgepasst eigentlich. Ich probiere es mal aus. Wir gießen mal. Ah, ich habe es verstanden. Gut, ah ja, die Kettenreaktion, genau. Ich muss die anderen mit erwischen. Okay, muss ich nochmal zurück. Ich kann es euch nochmal zeigen, nur damit ihr es noch mal mitbekommt. Also, die gelbe als Startformation muss die außen mitbekommen. Die in der Mitte nimmt jetzt, ja, genau, die Funktion mit. Und wir müssen alle Bäume zum Sprießen bringen, genau. Das heißt, ich kann die gelben hier hinsetzen. Komm, aber da komme ich da nicht mehr ran, ne? Das ist ja auch blöd. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Obwohl, ich habe ja nur zwei Lieder, das ist ja auch blöd. Ah, wie mache ich das denn jetzt? Von da aus komme ich nicht weiter, wenn ich den nehme. Aber ich muss doch den hier nehmen, oder? Ich habe nur einen blauen, das ist auch ziemlich blöd. Wenn ich den so mache, dann komme ich da aber auch nicht ran, ne? Ist ja eigentlich auch fast egal. Außer ich kriege von da aus den blauen hin. Wenn ich das in der Richtung mache, dann tausche ich die beiden Blumen. Ich probiere es so mal aus. Dann habe ich hier rot, da gelb, da gelb, hier lila, da blau. Mal gucken, was passiert. Ach scheiße, ich habe den Giftdings erwischt. Und leider ist ein Baum nicht erblüht. Stimmt ja auch. Den müsste ich dann doch mit dem roten Dings erwischen. Ach, so müsste es dann funktionieren, oder? Eigentlich ja. Ich probiere es mal aus. Ah, aber dann kommen wir nicht dahin. Ah, dann kommen wir nicht an diese Dinger ran. Ah. Das Blöde ist, ich kann man nicht an diese beiden Bäume da außen. Die hier. Wie mache ich das? Dann muss ich doch mit den gelben hier ran. Ja, dann muss ich das so machen. Alles klar. Dann muss ich die gelben und die lilanen tauschen. Damit die gelben von da aus auch an diese Bäume rankommen. Die lilanen kommen dann trotzdem hier ran. Jetzt habe ich das Prinzip so langsam auch ganz gut verstanden. Gut, ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen, oder? Tatsache. Sehr gut, wir haben es geschafft. Und der Garten blüht. Wir haben keinen der Pilze erwischt und damit alle Bäume zum Sprießen gebracht. Glückwunsch, Sandsteinterrasse erfolgreich abgeschlossen. Es geht darum, von der Mitte aus, die Blume muss die Kraft an die anderen Blumen weitergeben, damit die wiederum alle erreichen und die dann die Bäume erreichen, damit sie sprießen. Und bitte keine der Pilze erwischen. Das ist der ganze Trick. Oder eigentlich die Funktion des Spiels. Gut,
Damit haben wir jetzt im 100. Part alle Minispiele mal ausprobiert. Das heißt, im nächsten Part werden wir uns um die restlichen 10 Rätsel des Spiels kümmern. Ne, es sind ja nur noch 10, wie ihr seht. Und dann ja, geht's weiter mit den Minispielen wirklich. Dann können wir eigentlich alle erledigen. Dann haben wir auch den 10. Garten freigeschaltet für das Blumengarten-Minispiel. Und sobald das alles fertig ist, können wir uns um den Bonusbereich kümmern. Und sobald der abgeschlossen ist, ist das Let's Play endgültig vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.